Vermutlich der Schwächeanfall eines Autofahrers hat am Montagnachmittag auf der A1 bei Wildeshausen in Niedersachsen einen schweren Verkehrsunfall ausgelöst. So gegen 13.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, der sich wohl so ereignet hat, dass ein PKW mit spanischer Zulassung auf ein Wohnmobil mit relativ hoher Geschwindigkeit aufgefahren ist. Der spanische PKW hat sich daraufhin überschlagen. Die Insassen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer, seine Frau und die drei Kinder wurden teils schwer verletzt mit Hubschraubern in ein Krankenhaus gebracht. In dem Wohnmobil waren zwei Erwachsene, zwei Kinder, die auch leicht verletzt worden sind. Insgesamt waren hier zur Versorgung der Verletzten drei Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen und mindestens 3 bis 4 Notärzte vor Ort. Die Autobahn musste in Richtung Norden halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf bis zu 8 Kilometern. Am Nachmittag war die Unfallstelle geräumt. Probleme mit der Einrichtung einer Rettungsgasse gab es bei diesem Unfall nicht. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.